Katrin und ihre Mutti wollen einen Ausflug machen. Sie werden den Vati von der Arbeit abholen. Das ist Katrins Vati. Er ist Tankwart. Oft arbeitet er am Wochenende, denn seine Tankstelle liegt an einer wichtigen Straße. Das Tankauto bringt Benzin. Durch dicke Schläuche fließt es in große Benzintanks, die sich unter der Erde befinden. Katrins Vati arbeitet auf einer modernen Tankstelle. Hier tanken die Kraftfahrer selbst. Jeder Tankwart hilft, wenn ein Kunde das nicht kann. Wenn diese Lampe leuchtet, ist der Tank gefüllt. Katrins Vati kann kassieren und die anderen Leute bedienen, die an den Tanksäulen auf ihn warten. Katrins Vati ist aufmerksam und hilfsbereit, wenn es seine Zeit erlaubt. Ist die Tankstelle voller Autos, läuft er ständig hin und her, um abzukassieren. Hier wird verbrauchtes Öl aus dem Automotor gesaugt. Katrin und ihre Mutti fahren tanken. Bis sie an der Reihe sind, wird der Vati auch Feierabend haben. Die Tankwarte lesen ab, wie viel Benzin sie in ihrer Schicht verkauft haben und rechnen dann das Geld ab. Auf einer Insel, weit im Meer, wohnt Leuchtturmwärter Jackenteer mit seinem Söhnchen heim. Zwar fällt's dem Sandmann manchmal schwer, doch muss er täglich hin und her, sonst schläft der Hain nicht ein. Der Sandmann hat ein kleines Boot mit Mast und Steuer, Kiel und Schott und einem Lot aus Blei. Und sitzt der Hain beim Abendbrot, dann lotet Sandmann mit dem Lot sein Boot am Fels vorbei. Das Meer war immer still und gut, doch neulich kam es jäh in Wut mit Wind und Sturmgebraus.
Der Sandmann zog sich fest den Hut, wie das ein alter Seemann tut, und fuhr dem Sturm voraus. Die Wellen wogten hoch und breit, und bis zum Leuchtturm war's noch weit, auch fing's zu dämmern an. Ein dicker Walfisch hatte Zeit und gab dem Sandmann das Geleit, dass er dem Sturm entrann. So langten sie beim Leuchtturm an. Der Walfisch, der bloß schwimmen kann, schwamm weiter und verschwand. Der Sandmann sprach: Hab Dank. Und dann band er sein Boot am Bootssteg an und sprang vergnügt an Land. Da plötzlich rollte groß und schwer noch eine Woge aus dem Meer und packte Sandmanns Schiff. Sie riss es los und nahm es quer und warf es dann von oben her aufs spitze Felsenriff. Das kleine Boot, es brach entzwei, das Lot versank, es war aus Blei, das Segel tat verwehen. Des Sandmanns Sandsack fraß ein Hai, ein Stückchen Mast trieb noch vorbei, dann war nichts mehr zu sehen. Der Sandmann sah erschrocken zu und Wasser lief ihm aus dem Schuh. Im Leuchtturm brannte Licht und Heini sagte grad: Nanu, der Sandmann lässt mich heut in Ruh, am Ende kommt er nicht. Und Leuchtturmwärter Jackenteer sprach langsam und gedankenschwer, so wie er immer spricht: Bei solchem Sturm, bei solchem Meer, ja, wenn der Sandmann Seemann wär, doch das ist er nicht. Da klopfte es. Herein, rief Hein, das konnte bloß der Sandmann sein, das war den beiden klar. Der Sandmann trat zur Tür herein und er erzählte kurz und klein, was ihm geschehen war. Bleib einfach hier, rief Hein sofort, und schlaf in meinem Bettchen dort. Doch Sandmann sprach: Oh nein, ich muss noch heute wieder fort nach Ost und West, nach Süd und Nord, sonst schläft kein Kind mehr ein. Das wäre wirklich allerhand. Natürlich musst du fix an Land, sprach Vater Jackenteer. Doch draußen tobte unverwandt und gänzlich außer Rand und Band der Sturmwind übers Meer. Nun hatte sich in aller Welt inzwischen schon herausgestellt, der Sandmann wird vermisst. Die Hupe hupt, die Schelle schellt, in Stadt und Land, in Wald und Feld, wo nur der Sandmann ist. Es suchten ihn die Feuerwehr, die Polizei, das Militär und Flieger Liebetraut. Der flog am Himmel hin und her, doch hat er selbst im Wolkenmeer vergeblich nachgeschaut. Natürlich suchten überall im Wüstensand am Wasserschwall auch Kinder, groß und klein. Vergessen waren Reif und Ball, denn Sandmann musste auf jeden Fall zuerst gefunden sein. Sie suchten ihn im Dschungelwald, im Dom zu Naumburg, grau und alt, in Moskau und Berlin. Am Nordpol, wo es bitter kalt. Wo bist du? Thank you.
Guten Abend, ihr beiden. Guten Abend, Thaddäus. Schnippel die Schnoppel die Schier. Einen recht schönen guten Abend wünsche ich euch, meine lieben kleinen Freunde. Ja, da staunt ihr, was? Heute senden wir euch einen ganz besonderen Abendgruß. Mhm. Heute wollen wir euch alle einmal gute Nacht sagen. Ja, sozusagen zum tausendsten Male wünschen wir euch heute gute Nacht. Ja, ja. Nanu, da kommt ja noch jemand. Schmetterlingchen heiß ich, alles weiß ich, komme weit und breit herum. Na, da bleibt ihr.